Tja, gewählt wird aber erst am 26. Mai, also zeitgleich mit der Europawahl. Wir wollen uns diese Zahlen, die aktuellen Umfragezahlen, noch einmal ganz genau im Einzelnen angucken. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Die SPD liegt bei 24,5, also bei fast 25%, die CDU 26%, 18% die Grünen, Linke 12, FDP 5,5, die AfD bei 8%. Dann gibt es noch die kleineren Parteien, die jeweils bei 3% liegen. Also da geht im Moment noch gar nicht viel. Klar ist eben dieser dramatische Verlust der SPD. Professor Tilman Meyer, wir haben uns eben gerade schon über die Zahlen unterhalten und Sie haben gesagt, ich habe übrigens noch eine andere Zahl oder noch eine andere Umfrage. Umfragen sind Umfragen mitgebracht. Das sieht sogar noch stärker aus, nicht? Ja, wir haben hier ja Forschungsgruppe Wahlen und es gibt Infratest DMAP auch von heute. Da ist die CDU mit 27%, SPD 24%, also eine geringe Veränderung. Also der Abstand ist da. Ja, aber an der Grundstruktur ändert sich nichts, nämlich, dass die CDU im Moment die stärkste Gruppe ist. Kann aber nicht regieren. Ne? Und hat natürlich auch niemand zum Regieren, es sei denn eben natürlich Schwarz-Rot, also eine große Koalition. Ja. Darauf läuft es auch eigentlich hinaus, denn Rot-Rot-Grün hat auch keine Mehrheit. Insofern ist es natürlich ein richtiges Dilemma. Die Parteien sind sehr nah beieinander, die Grüne sind sehr stark und die Linke auch eigentlich. Insofern ist trotzdem keine Struktur da, die Bremen über den Tag hinaus hilft. Und das ist schon ein Phänomen, zumal Bremen natürlich eine alte Hochburg der SPD ist. Ja, und auch eine alte linke Hochburg ist. Ja. Deswegen sind die Linken ja auch relativ stark und die AfD nicht so stark dort in Bremen. Ja. Der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Schärf, der ja jahrelang die Stadt regiert hat, der hat sich jetzt auch noch mal so von Ferne eingeschaltet und hat eben sehr geworben für Rot-Rot-Grün. Das wäre natürlich auch ein kleiner Fingerzeig in Richtung Bund, oder? Was war das, so eine kleine Nachhilfe auch in Richtung Andrea Nahles und Konsorten? Ja, wir stehen ja auch eben vor der Europawahl und je nachdem, wie die ausgeht, kann natürlich ein neues Spiel, neues Glück passieren und natürlich auch Frau Nahles unter Druck geraten. Andererseits ist Herr Schärf jemand, der gerne umarmt sozusagen und hier seine Schäfchen ins Trockene bringen will, Rot-Rot-Grün, also ein letzter Appell an diese Formation. Aber es kann eben sein, ja die erste in Westdeutschland, die zustande kommen würde. Genau, aber es sieht im Moment danach nicht aus. Insofern ist natürlich die Situation, zumal bald gewählt wird, ist sie schon prekär für die Sozialdemokratie. Genau, jetzt sind wir ja schon auch bei der Sozialdemokratie, bei der SPD. Wir wollen gleich auch noch mal ein bisschen größer schauen Richtung Europa. Aber noch ein Wort dazu. Wie bedeutend oder wie entscheidend, wie wichtig ist diese Bremer Wahl für die Bundesspitze, insbesondere für Andrea Nahles? Sie ist schon wichtig, denn es ist natürlich einfach ein Signal, wie steht man da, nachdem man hier die Pferde gewechselt hat und neue Informationen steht. Da müsste man eigentlich, was auf der anderen Seite genauso ist, auch AKK muss natürlich liefern. Insofern ist für sie AKK die Sache gut, aber für die SPD schlecht. Die Bundespolitik, spielt die denn in Bremen tatsächlich rein, kann man das sagen? Doch, ich würde auch sagen, vor allen Dingen ist die Europawahl ja eine, die jetzt immer wichtiger wird. Wir reden vielleicht noch mal kurz nachher drüber. Die wird in der Bevölkerung stärker angenommen und insofern überträgt sich das alles und gehört zusammengenommen. Und dass Bremen kippt, ist einfach ein Signal, was natürlich AKK gut tut. Aber Frau Nahles darf damit natürlich noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Ja.